Hallo Freundinnen, Freunde der analogen Unterhaltung und herzlich willkommen hier bei Hunter und Friends. Und ich freue mich mal wieder, ein Interview-Talk zu haben und auch einen Gast hier neben mir zu sitzen zu haben. Das ist fast schon eine Seltenheit geworden. Ist irgendwie auch cool, dass man mit Zoom und anderen Tools irgendwie mit allen möglichen Leuten reden kann, aber so ein persönlicher Kontakt, ja, fühlt man sich gleich wieder ein bisschen lebendiger. Schön, dass du da bist, Juma. Juma von Karma Games ist nämlich heute hier zu Gast. Und man könnte vielleicht sagen, dieses Video ist gesponsert von DHL Express. Sozusagen. Ja. Das ist so ein kleiner Insider. Wir werden ihn mal aufklären. Und wir werden auch aufklären, warum Juma generell hier ist. Erstmal kurz zu dem Insider. Der geneigte Brettspiel-Enthusiast oder Enthusiastin, der weiß natürlich, dass gerade Thiefdom, das neue Spiel von Karma Games, per Crowdfunding quasi umgesetzt wird. Und eigentlich wollten Pete und ich dazu ein cooles Let's Play-Video machen. So war es auch geplant. Dann ist allerdings die Kopie, die wir per DHL Express zugesendet bekommen haben, sollten, Fragezeichen, nie bei uns angekommen. Ist dieses Spiel eigentlich schon jemals wieder aufgetaucht? Nein, es ist komplett verschwunden. Ach, verdammt, ja. Also, ich sag mal, der Track Record bei DHL Express ist wahrscheinlich trotzdem immer noch ungebrochen, was die da für Millionen Pakete versenden. Aber im Einzelfall schmerzt es natürlich immer sehr. Von daher gibt es hier auf dem Kanal erstmal noch kein Let's Play-Content. Aber die Kampagne läuft ja noch. Und darüber wollen wir auch gleich noch ein bisschen sprechen, über Thiefdom. Ihr habt also noch die Möglichkeit, wenn ihr das Video jetzt seht, es ist am Dienstag veröffentlicht, bis Freitag 13 Uhr läuft das Ganze noch, könnt ihr da noch mal reinschauen. Aber wir wollen generell auch noch mal ein bisschen über weitere Themen sprechen. Es ist nämlich noch einiges weiter geplant in der Zukunft. Aber ja, fangen wir doch erstmal ganz von vorne an. Juma, schön, dass du da bist. Vielleicht ganz kurz, Juma, wer bist du so in der Brettspielwelt? Was hat es mit deinem Verlag so auf sich? Erzähl doch mal kurz. Ja, ich habe schon vor über 10 Jahren angefangen, Spiele zu entwickeln. Am Anfang ganz harmlos, ohne irgendwie eine Ahnung zu haben, wie das so funktioniert. Und habe einfach so mit Papier und Stift und so alles selbst gebastelt und aber recht schnell gemerkt, dass mir das so viel Spaß macht. Hm. Und dann habe ich eigentlich ziemlich direkt nach dem Masterstudium habe ich meinen Verlag gegründet, Karma Games. Damals noch mit einem Fokus auf so leicht edukativ angehauchte Spiele. Mhm. Und dann auch mein erstes Spiel Green Deal, das ich selbst entwickelt hatte, über Start Next damals noch, gecrowdfundet. Und so habe ich so meinen Weg gefunden. Und ja, der größte Erfolg, den wahrscheinlich auch einige kennen, war Clans of Caledonia, das ich auch selbst entwickelt hatte. Das heißt, ich habe sozusagen als Eigenverleger begonnen, sprich, ich habe sowohl den Autorenhut aufgehabt, als auch den Verlagshut. Mhm. War praktisch alles in einer Person, selbst und ständig. Ja, das hört sich so an, dass da viel Zeit drauf geht. Das ist dann quasi auch dann hauptberuflich gewesen, ja. Oder gab nebenbei keinen Job, irgendwas noch, sondern du hast die ganze Zeit dafür aufgebracht. Die allermeiste Zeit habe ich schon komplett Karma Games gemacht. Es gab einzelne Phasen, wo ich mal einen anderen Job hatte für eine gewisse Zeit, aber primär war schon Karma Games mein Hauptfokus. Genau, und jetzt seit letztem Jahr und diesem Jahr, seit, sag ich mal, vor einem guten halben Jahr, habe ich zwei festangestellte Mitarbeiter und habe jetzt auch vor 2, 3 Jahren drei Spiele unter Vertrag genommen, die jetzt eben rauskommen, die an mich rangereicht wurden von anderen Autoren und habe sozusagen jetzt, mache ich sozusagen die Wende zum Verlag, der nicht nur Eigenspiele verlegt, sondern eben auch Spiele von anderen Leuten. Macht ja auch Sinn, weil sonst bin ich sozusagen immer der Flaschenhals, an dem alles irgendwie hängt. Ich kann ja nicht alles machen. Und so können wir, sag ich mal, mehr coole Spiele rausbringen, indem ich halt auch Spiele von anderen Leuten veröffentliche. Ja, das hört sich ja schon mal eigentlich nach einer sehr, sehr schönen Entwicklung an. Jetzt gibt es 2 neue Angestellte in deiner Firma. Da muss man natürlich aber auch sagen, die müssen natürlich auch finanziert werden, ne? Also das ist sicherlich ja auch in so ein gewisser Druck, der da lastet. Schläfst du jetzt ein bisschen weniger gut oder ist das alles okay? Also läuft das alles in die richtige Richtung? Ich mache mir keine Sorgen, aber natürlich hat man dadurch halt viel höhere Fixkosten und muss natürlich dann schon auch zu Pötte kommen, das ist klar.
Aber ich mache mir jetzt keine größeren Sorgen irgendwie, dass es irgendwie eng wird. Natürlich, wenn jetzt irgendwie alle Spiele, die man rausbringt, ein Misserfolg werden sollten, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, dann muss man natürlich gucken, wie es finanziell aussieht. Aber aktuell sieht es ja ganz gut aus. Das würde ich vielleicht auch sagen. Und zum Thema aktuell würde ich auch schon mal überleiten. Ich habe es ja schon gesagt, Thiefdom ist das aktuelle Spiel, was gerade per Crowdfunding umgesetzt wird. Und wir schalten uns ja auch einfach mal auf die Kampagnenseite rauf, Kickstarter. Und wir können schon mal festhalten, ihr seht es nämlich da oben in der Ecke, 1300 Backers Day One. Die Kampagne, ich scroll jetzt hier auch mal runter, dass ihr das mal seht, die ist auf jeden Fall laut dieser Anzeige schon mal umgesetzt, also erfolgreich umgesetzt. Wir sehen hier knapp 30.000 Euro. Hört sich erstmal jetzt recht human an, wenn man so andere Kampagnenziele kriegt. Aber ihr seid natürlich auch schon einiges über den Preis. Wie ist so generell für dich jetzt die Kampagne gerade Status jetzt so gelaufen? Also ich meine, da steht jetzt eine Zahl, aber es kann ja auch sein, dass ihr nur eigentlich 20 Cent an der Kopie verdient und eigentlich auch noch 100.000 mehr bräuchtest, aber du fühlst dich erstmal ganz gut mit dem? Ja, also ja. Man muss dazu sagen, die Zahl 100.000 klingt jetzt vielleicht gar nicht so hoch, vor allem wenn man es jetzt mit Clans of Caledonia damals vergleicht, was damals ja fast 400.000 eingesammelt hatte, aber erstens die Kampagne noch nicht vorbei das und zweitens verlangen wir halt sozusagen die Shipping-Kosten und die VAT, also die Mehrwertsteuer für EU und UK-Backer erst im Pledge Manager. Das heißt, die tatsächliche Zahl wird dann nochmal deutlich größer im Pledge Manager. Und wir haben ja auch in der Kampagne starke Anreize gegeben, dass die Leute, sag ich mal, sich zusammentun und für ihre Kumpels vielleicht mitbestellen oder noch ein zweites, drittes Spiel im Pledge Manager bestellen. Von daher bin ich sehr gespannt, wie dann hinten raus noch mal rumkommt. Also jetzt ist es schon mal, sag ich mal, sehr solide. Und mit der Option, dass es vielleicht noch mal deutlich besser wird. Wir werden gleich noch mal ein bisschen darüber sprechen, was du eben auch schon angesprochen hast, der so Sammelbestellung und Ähnliches, wie eigentlich so eure Kampagne aufgebaut ist und wie vielleicht auch der Weg dahin war. Aber jetzt, wo wir natürlich hier auf der Kampagnenseite schon mal so ein bisschen sind und ich bin, während du geredet hast, ja auch schon mal so ein bisschen runtergescrollt. Ihr könnt natürlich, Link gibt es auch in der Beschreibung, da selber noch mal drauf gucken. Vielleicht so ein, zwei Worte zum Spiel. Was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann und was ihr hier seht, sieht sehr schön illustriert aus, ist natürlich immer Geschmackssache, aber The Miko, wie auch immer man ihn jetzt aussprechen macht, hat ja auch das aktuelle Motiv der BerlinCon illustriert, von daher auch ziemlich cool wieder mal und er hat ja seinen ganz schönen eigenen Charme mit gerade mit Charakteren, wie wir jetzt hier auch sehen und ein bisschen Gegenständen. Aber um was geht's denn generell thematisch in Thiefdom und auch so ein bisschen Spielmechanik? Ja, die Spieler, 1-4 Spieler, repräsentieren konkurrierende Diebesgilden in einer mittelalterlichen Stadt. Jeder Spieler kontrolliert 3 Diebe, die er unterschiedlich bestücken kann mit verschiedenen Ausrüstungsgegenständen und man kann auch Freunde in der Taverne gewinnen und die geben einem spezielle Fähigkeiten, die dann kein anderer Spieler hat. Und ja, es ist ein Pick-up-Deliver-Game, also das heißt, man versucht Sachen von A zu klauen und nach B zu bringen und zu schmuggeln etc. Das heißt, es geht halt schon auch darum, effizient von A nach B zu kommen. Und wie beim guten Pick-up-Deliver-Game üblich, ist das Spielfeld nur modular. Das heißt, jedes Spiel muss man sozusagen die effizienteste Route finden. Wie zum Beispiel bei Istanbul hat man das ja auch. Und ja, der Twist bei diesem Spiel ist jetzt, dass es eben noch neutrale Figuren gibt, Stadtwachen, und die haben einen Sichtbereich und die gucken sozusagen immer die Gasse entlang, bis ihr Blick sozusagen eine Mauer oder ein Gebäude trifft. Und jeder Dieb, der in diesen Sichtbereich kommt, auch und sei es nur temporär, wird sofort festgenommen und verliert seine Beute und ein paar Siegpunkte. Kann weiterspielen, aber hat dann eben einen gewissen Malus. Ja. Und das ist ziemlich spannend, weil diese Stadtwachen werden auch von den Spielern kontrolliert. Also bei 4 Spielern würde jeder zum Beispiel eine Stadtwache kontrollieren. Und man versucht eben die Stadtwachen so zu bewegen, dass sie die Mitspieler hindern, aber einen selbst halt nicht. Ja. Und dadurch ist es schon sehr interaktiv. Also geht dann hier, wenn ich das richtig verstehe, nicht darum, dass die Diebe den anderen Dieben direkt was klauen, aber indirekt über die Stadtwachen und Co. kommt man sich denn da in die Quere auf jeden Fall. Genau, und es gibt auch Schmuggelaufträge und Ölgemälde. Da gibt es schon auch einen gewissen
Race, weil die, wer als erster kommt, der malt zuerst. Wenn das Gemälde erstmal weg ist, ne, fünfmal gibt es die Mona Lisa nicht. Genau. Oder es war denn viermal ein Fake. Ne? Genau. Ja, ihr seht es hier, währenddessen habe ich auch mal versucht, so ein bisschen an die Stellen zu scrollen. Hier im Hintergrund auch schön nett animiert, quasi die Key-Elemente in dem Game. Ja, also wenn ihr auf Pickup und Deliver und ja so ein bisschen frei in dieser Stadt, hat die Stadt eigentlich, ist die irgendwie an was Reellem angelegt? Ich habe irgendwie, ich glaube im Trailer wird irgendwie from a German city oder ja, tatsächlich. Village oder so. Also der Autor hat Wurzeln, also Simon hat das an mich herangetragen, das Spiel, wir haben das zusammen weiterentwickelt. Mhm. Und er hat Wurzeln in Bacharach, das ist so eine mittelalterliche deutsche Stadt am Mittelrhein, glaube ich. Und also Bacharach, da steckt ja auch, ich glaube, Lateinisch, ich hoffe, ich blamier mich gerade nicht, Bacchus drin, weil die hat so eine Tradition von Feuerwein. Da wurde Wein in irgendwelchen Kammern erhitzt und dadurch haltbarer und kostbarer und schmackhafter und was weiß ich noch gemacht. Höre ich jetzt auch zum ersten Mal, aber vielleicht auf der nächsten Grillparty mal die Flasche Rotwein in den Grill hängen. Genau. Kann man Feuerwein machen. Ja, bitte nicht an dieser Stelle, tut es bitte nicht. Aber ich glaube, kann man nicht hier sogar auch Wein, kann man hier Wein klauen noch? Ja, genau, es gibt Wein auch als Ressource, genau, das ist auch die wertvollste Ressource in dem Spiel. Genau, okay, es gibt so eine Kutsche, die durch die Stadt läuft, die wird auch von Spielern kontrolliert und diese Kutsche kann man beklauen. Okay, das heißt also, das war jetzt ein Titel, wie du schon gesagt hast, der ist quasi nicht bei dir direkt entstanden, du als reiner Autor, sondern da hat jemand das Spiel zu dir gebracht, du hast schon gesagt, Simon, der Autor. Wie lange habt ihr denn trotzdem noch an dem Spiel gearbeitet, als der erste Kontakt war bis jetzt? Was ja, ist das für ein Zeitraum? Sag ich mal, der Kontakt ist über Freunde zustande gekommen, Simon hat auch in Berlin gewohnt und ja, zu dem Zeitpunkt war das, sag ich mal, noch im sehr frühen Stadion, das Spiel. Und, sag ich mal, ich habe den Rohdiamanten im Spiel gesehen, auch wenn noch vieles noch nicht so gut funktioniert hat. Dann haben wir 2 Jahre lang ungefähr zusammen noch dran gearbeitet, bis es dann eben den jetzigen Status dann, ja, erreicht hat. Und, ja, also ich mag das Spiel wirklich sehr gerne. Es ist sehr, sehr lustig. Es erinnert so ein bisschen vielleicht an die Leute, die so Stealth-Videogames kennen. Ja, ich wollte gerade auch sagen, also ein bisschen an die alten PlayStation 1, 2 und sowas Zeiten mitunter, Metal Gear Solid, kurz mal im Karton verstecken, dass die Wache eigentlich sieht oder so. Ja. Ja, und das ist schon ein cooles Gefühl so. Man fühlt sich schon wie so ein Dieb. Und es ist ja oft so ein Thema, Mechanik-Thema. Wie viel macht vielleicht auch ein Verlag am Thema? War das jetzt hier auch schon klar, dass dieses Thema, dieses Diebesthema auch in dieser Stadt, und das war das alles schon klar, als es an dich herangetreten wurde? Oder hat sich das im Prozess erst irgendwie noch gefunden? Nee, das war eigentlich schon klar. Mhm. Also man hätte es jetzt vielleicht auch in eine andere Zeit verorten können, statt Mittelalter, was ist 18. Jahrhundert, hätte auch gut gepasst. Ja, wäre jetzt kein größerer Aufwand gewesen. Ja. So. Aber so passt es auch gut. Und Miko, also der Illustrator, der macht ja auch viele so mittelalterliche Sachen. Von daher passt das halt schon, auch wenn das in diesem mittelalterlichen Setting angesiedelt ist. Und ja, genau. Und Diebe passt eigentlich auch generell gut zum Mittelalter. Mhm. Ja. Also, ich hoffe, ihr konntet an dieser Stelle schon nochmal einen kleinen Eindruck gewinnen zu Thiefdom. Falls da irgendwie was geklingelt hat bei euch und neugierig gemacht hat, geht einfach jetzt nochmal auf die Kampagnenseite. Ihr habt, wie gesagt, jetzt noch bis Freitag Zeit, damit einzusteigen. Und kommen wir aber, Thema Einsteigen, jetzt generell nochmal ein bisschen zur Kampagne. Also, es ist ja immer nicht einfach, gerade so als kleiner Verlag und jetzt auch noch als weiter aufstrebender Verlag, natürlich finanziell da seine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Jetzt ist ja diese Kampagne erstmal laut den Zahlen erfolgreich umgesetzt worden, aber man muss ja auch erstmal dazu hinkommen. Ihr habt jetzt wieder eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, das hast du ja damals schon bei Clans of Caledonia gemacht. Wie war denn da so ein bisschen die Überlegung? Also war schon von vornherein klar, ihr könnt es eh nur über Crowdfunding umsetzen oder habt ihr auch nochmal über andere Formen quasi so des Vertriebsweges nachgedacht? Wie ist der Werdegang gewesen? Also für mich war eigentlich das fest, dass ich wieder Crowdfunding probiere, weil erstens hat das geklappt. Mhm. Ich habe da, sage ich mal, schon auch ein bisschen eine gewisse Kompetenz aufgebaut und eine gewisse Erfahrung gesammelt. Und das ist das eine. Und das andere ist, eine Erstauflage aus eigener Tasche finanzieren, das kann man schon mal machen, ja. Aber das ist halt, das größere Ding ist, man weiß halt nicht, wie viel. Mhm. Das ist halt,
man sieht auch bei größeren Verlagen immer wieder, dass sie sich doll verschätzen. Ja. Und das halt. Dann schreien alle auf, warum gibt's das Spiel nicht? Warum ist ausverkauft? Wie konnte man nur? Genau. Ja. Oder halt umgekehrt, dass also selbst große Verlage, die sehr erfolgreich sind, die verschätzen sich und bringen was auf den Markt, von dem sie dachten, das wird jetzt der nächste große Hit, und es wird halt, es ist total ein Misserfolg. Das weiß man einfach nicht. Mhm. Und das ist halt ein großes Risiko, dass man entweder viel zu viel produziert oder viel zu wenig. Und dieses Risiko kann ich halt einfach besser abfedern, indem ich Crowdfunding mache und dann halt einfach die richtige Menge produziere. Mhm. Und jetzt vielleicht so ein bisschen Insider-mäßig, wer für euch da draußen da an sowas auch irgendwie Interesse hat. Ja, Kickstarter ist ja nicht die einzige Plattform. Du hattest auch schon Startnext zum Beispiel angesprochen mit einem Projekt. Gamefound ist ja auch eine sehr große Seite, die sich da jetzt ja auf dem Markt sozusagen, kann schon sagen, etabliert hat. Gibt auch die Spieleschmiede für den deutschen Markt. Warum Kickstarter und zum Beispiel nicht Gamefound? Weil du auch mit Kickstarter schon die Erfahrung gesammelt hast und im Umgang gut damit warst? Oder? Also wir hatten uns das schon auch tatsächlich überlegt. Also ich glaube, Gamefound ist wirklich, wird zunehmend eine gute Option. Und wir werden Gamefound aller Voraussicht nach auch als Pledge Manager nutzen. Ah ja. Mhm. Also wir haben jetzt halt ein ganz spezielles Modell, hatte ich mir ausgedacht. Und erzähl uns mehr und wir gucken mal im Nachhinein, ob es klappt. Ja, ich bin auch gespannt. Und zwar habe ich halt in Vorbereitung auf die Kampagne halt gesehen, dass die Versandkosten halt extrem doll gestiegen sind, mhm, weltweit. Also um jetzt ein Spiel an Endkunden zu versenden, ist es halt sehr, sehr viel teurer geworden, auch in den USA. Also es liegt jetzt nicht nur am deutschen Mindestlohn, sondern überall. Es liegt wahrscheinlich halt an Inflation etc. Mhm. Und das sieht man halt nicht als Kunde. Ne? Als Kunde, die meisten Kickstarter-Spiele oder die ganzen meisten Sachen, die man halt online bestellt, die sind halt irgendwie ab vielleicht 30, 50 Euro sind, die ist für Shipping inklusive. Mhm. Aber man sieht halt nicht, dass das halt den Verlag oder dem oder sonst wem oder dem Versandhaus halt schon 10, 20 Euro kostet, das zu versenden. Das sehen die halt nicht. Und das würde es mich aber halt kosten, ein Spiel zu versenden in Europa zum Beispiel. Ja. Mhm. Und das ist halt ziemlich teuer. Und ich könnte jetzt sozusagen die wie das die meisten Verlage es gemacht haben, ist ja auch total legitim, dass die sozusagen den Preis des Spiels ein bisschen höher ansetzen und dafür halt Shipping entweder reduzieren oder halt Shipping inklusive machen. Mhm. Das fühlt sich dann für den Kunden toll an, aber eigentlich kommt es ja nur auf den Gesamtbetrag an. Ja, und er kennt ja quasi nicht einen anderen Preis, oder ist der Preis, den der Verlag genannt hat. Ne? Genau, ob ja. ich jetzt 29 Euro und Shipping inklusive anbiete oder 1 Euro plus 28 Euro Shipping, ist ja eigentlich für den Endkunden egal. Mhm. Von der Wahrnehmung her halt oft nicht. Ja, ist genau. Das ein bisschen ein Risiko? Ja, ja, das stimmt. Was? Das Shipping ist teurer als das Spiel? Genau, genau. Ja. Aber ich habe es mich jetzt einfach bei dieser Kampagne getraut, zu sagen, okay, lass uns einfach versuchen, wirklich die echten Versandkosten zu verlangen vom Kunden. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel in Deutschland ist es so, wenn ich ein Spiel bestelle, verkaufe, verschicke, kostet es, glaube ich, rund 10 Euro. Mhm. Also mich. Und das würde ich sozusagen den Kunden dann auch in Rechnung stellen. Und wenn ich jetzt aber zwei Spiele verschicke, kostet es genauso viel. Ich glaube, bis 3 oder bis 5 Kilo ist sozusagen, ist es komplett flach. Das ist das gleiche Paketvolumen. Genau, also sozusagen, ab wenn ich unter halt 5 Kilo bin oder so, dann ist es sozusagen der absolut gleiche Preis. Daher gibt es total Sinn, sage ich mal, Anreize zu geben, dass man eben mehr als ein Spiel bestellt. Wenn man es nicht macht, kann man auch machen, aber wenn man es halt macht, dann zahlt man halt nur einmal Versandkosten für 2 Spiele zum Beispiel. Mhm. Und diese Synergien und diese Versandkostenvorteile wollte ich eben Kunden weitergeben. Und das funktioniert aber nur, wenn ich sozusagen die Versandkosten nicht, im Englischen sagt man subsidized, also sozusagen reduziere und Spielepreis mit einpreise, sondern halt wirklich verlange. Und dadurch können halt auch Leute, die zum Beispiel irgendwo wohnen, wo es vielleicht ein bisschen weiter weg ist und wo die Versandkosten eher hoch sind, wenn die halt nur 3 bis 5 Spiele bestellen, werden halt plötzlich die Versandkosten pro Spiel wieder relativ gering. Mhm. Und deswegen habe ich halt ganz bewusst auch den Plan gefasst, mehrere Kampagnen relativ kurz hintereinander zu machen für verschiedene Spiele und gleichzeitig halt dann alle Kampagnen in einer Pledge Manager zusammenzufassen. Mhm. Also wenn man zum Beispiel jetzt Thiefdom unterstützt, wird der Betrag, den man dort sozusagen gegeben hat, als Credit sozusagen in den Pledge Manager importiert.
Und wenn man jetzt noch Clans of Caledonia, die Erweiterung, auf Kickstarter backt, dann wird das auch importiert. Und das wird dann zusammengefasst in einem Account von einem Kunden. Und dann kann dieser Kunde diesen Credit sozusagen frei verfügen und irgendein Bundle kaufen, das er halt möchte. Und dadurch, dass er sozusagen das alles in einem Aufwasch macht, zahlt er auch nur einmal Versandkosten und das Gewicht der gesamten Bestellung kann sozusagen berechnet werden. Und ja, das ist, glaube ich, sage ich mal, das Modell. Mir bewusst, dass es so ein bisschen ungewöhnlich ist und es ist vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig, weil es kaum jemand macht. Und ja, dieses Modell, das hat halt jetzt nur mit Kickstarter und als Plattform für Crowdfunding funktioniert und Gamefound als Pledge Manager, also bei Gamefound als Crowdfunding-Kampagne hätte das nicht geklappt, aus technischen Gründen. Genau, und jetzt haben wir so einen Weg gefunden und ja, ich bin gespannt, wie es jetzt funktioniert. Das bedeutet ja jetzt auch, wie du schon gesagt hast, mehrere Kampagnen kurz hintereinander, dass die Kampagnen ja auch live sein müssen, obwohl andere Kampagnen noch nicht ausgeliefert wurden, ne? Weil ihr wollt es ja alles zusammen versenden. Also wenn man jetzt hier bei Thiefdom bestellt und man später dann bei der Clans of Caledonia Erweiterung dabei ist, dann ist ja schon klar, dass Thiefdom noch nicht ausgeliefert sein kann, weil man möchte ja diese Versandkosten machen. Und das ist natürlich, oder war, glaube ich, auch ein Thema. Also jetzt hier quasi umgesetzt, vielleicht für diejenigen, die auch so ein bisschen neu in der Materie drin sind, der Pledge Manager, das ist letztendlich ein Tool, was nachgeschaltet ist, was euer Geld und das wirkliche Spiel und die Versandkosten und sowas alles managt, ne? Wo ihr dann nochmal eure Adresse eintragt in diesem Tool und das überprüft wird und aufgrund dieser Grundlage wird quasi, könnte man sagen, eure Bestellung dann finalisiert und dann geht das Ganze ja im besten Fall dann natürlich in den Versand. Auf jeden Fall spannend und man muss natürlich gucken, was ja auch total legitim ist, dass man immer mehr auch so nach Wegen und Möglichkeiten sucht, was technisch ja auch irgendwie möglich ist und alle Beteiligten da ja einen gewissen Vorteil gibt. Also das ist ja auch total legitim. Ihr müsst natürlich gucken, wie es finanziell ist. Und es ist natürlich auch auf der Verbraucherseite so eine Sache. Da guckt man ja auch immer mehr, was kosten irgendwie Spiele und was kann man da irgendwie machen. Von daher jetzt also, wenn ihr, die werden wir euch auch gleich noch mal kurz vorstellen, die Kampagnen, die danach kommen werden. Wenn ihr da also auch Sachen interessant findet, dann könnt ihr also eine Art Sammelbestellung dann tätigen. Da müsst ihr, wie gesagt, dann bei den jeweiligen Kampagnen mit dann dabei sein. Kriegt dann, wie Juma schon sagte, halt eure Credits und könnt dann im Pledge Manager das dann final abschließen, welche Spiele ihr denn in welchem Bundle haben wollt oder 2-3 Spiele von dem, ein Spiel von dem. Im Pledge Manager kann man dann auch noch nach Geld sozusagen nachgeben. Wichtig ist jetzt erstmal dann eine Kopie, dass man in dem jeweiligen Pledge Manager drinne ist, zu machen. Ich sag's auch mal so, ihr solltet dann auch nicht eure E-Mail-Adresse zwischendurch ändern. Das sollte die gleiche sein, immer, ne? Damit ihr nicht irgendwie Credits auf andere Sachen bekommt. Ich denke, das werdet ihr machen, aber das vielleicht nur noch mal an der Stelle. Ja, deswegen gucken wir mal noch ein bisschen weiter in die Zukunft. Was ist denn das nächste Projekt, was denn geplant ist von euch? Genau, das nächste Projekt, das wir planen, ist Millennia. Ja, und da gehen wir mal hier ganz kurz, dass ihr es im Hintergrund mal so ein bisschen seht. Auf Board Game Geek könnt ihr dazu auch schon auf jeden Fall das Cover sehen und glaube ich auch noch ein paar andere Bilder. Aber Millennia, ja, seht ihr hier jetzt eingebildet, Karma Games da unten. Und man sieht da unten auch schon ein bisschen, sieht aus, als wenn es jede Menge Karten gibt bei dem Spiel. Genau, das ist ein Civ Game. Ah ja. Civilization Game, das ja auch von Autoren nicht herangetragen wurden. Ich glaube, die Karten sind jetzt noch nicht alle aktuell. Sie haben sich teilweise schon wieder verändert vom Grafikdesign, die du jetzt gerade einblendest. Aber Work in progress. Genau, wobei die Illustration sich nicht geändert hat, sondern eher die Grafik, das Grafikdesign. Und das ist wie Civilization Games halt üblich, eher ein epischeres Spiel, das dann schon so 2 Stunden dauern kann. Und das hat sehr, sehr viele Karten. Es hat über 300 Karten und über 200 unique, einzigartige Illustrationen. Aber das war auch in der Hinsicht ein ziemlich großes Projekt. Und es war auch für mich sehr edukativ, weil das Spiel hat 8 Zeitalter und in jedem Zeitalter kommen neue Technologien und Gebäude ins Spiel in verschiedenen Kategorien und wir mussten sozusagen dann auch überlegen, okay, welche
naturwissenschaftliche Erfindungen gab es im Mittelalter zum Beispiel. Ja? Mhm. Und dann habe ich unzählige Wikipedia-Artikel dafür gelesen, um da die richtigen Sachen zu wählen. Mhm. Und natürlich auch Leute gefragt, die noch mehr wissen als ich. Ja, ja, ja. Und das war auf jeden Fall super spannend. Und ja, also man, wie schon angedeutet, man läuft durch die Menschheitsgeschichte, man fängt irgendwie in der Bronzezeit an und durchläuft die Antike, Mittelalter, Renaissance, industrielle Revolution, die Neumoderne und dann das letzte Zeitalter sogar die nahe Zukunft. Hm. Und kannst du schon auch so in etwa einen Zeitraum benennen, wann dann Millennia per Crowdfunding umgesetzt wird? Genau, also ungefähr September ist angepeilt. Also die Grafik steht eigentlich und wir sind jetzt eigentlich schon dabei, die Kampagne vorzubereiten. Hm. Und man kann es auch schon auf Tabletop Simulator spielen mit finaler Grafik. Genau. Ja, also falls ihr da Bock habt, da auch mal reinzuschnökern, schaut euch das Ganze mal an. Wie gesagt, auf BoardGameGeek auch noch ein paar Impressionen dazu. Gut, dann ist es aber ja nicht das Einzige, was noch kommen soll. Was ist denn danach angesetzt? Dann haben wir etwas geplant, was wahrscheinlich viele Leute schon sehnlichst erwarten. Ah, okay, dann würde ich mal raten, dass es um die Erweiterung von Clans of Caledonia geht. Genau, genau. Ja. Ja, das Cover ist jetzt auch schon final. Soll jetzt eben auch andeuten, dass sozusagen wir im Setting sozusagen weiter in der industriellen Revolution angekommen sind. Industria ist sozusagen absichtlich lateinisch, weil Caledonia ja auch schon lateinisch ist. Wollte ich gerade sagen natürlich, aber ist euch ja auch schon aufgefallen. Nein, okay, ja, sehr gut. Genau, genau. So stehst du ein bisschen bescheidener da, wie ich gesagt habe. Ja, ist wunderbar. Ich habe gedacht, haben die es falsch geschrieben die ganze Zeit? Nee, aber da bin ich eh raus, was sowas anbelangt. Aber ja, okay, also geht's in die Industrialisierung. Man sieht es ja auch so ein bisschen. Die Luft wird ein bisschen wenig gut atmbarer. Also hier Dampflok und Industriegebäude, Fabriken und Co. Genau, genau. Und also viele Elemente des Spiels, die sind dann auch thematisch in diese Richtung. Also gibt es halt Clans, die sozusagen in Zug auf greifen oder Baumwollfabriken und Hochofen und diese Themen. Und genau, und das Spiel halt in diese Richtung erweitert. Ja. Und was ja dann auch immer so ein Thema ist, wenn es jetzt eine Erweiterung gibt, es gibt sicherlich ja auch noch einige Leute, die Clans of Caledonia gar nicht besitzen. Es wird vermutlich das Grundspiel auch nochmal mit aufgelegt? Genau, genau. Ja, okay. Genau, das war jetzt eine Weile out of print. Und wir haben jetzt sozusagen gewartet, dass wir das sozusagen alles in einem Aufwasch machen können. Mhm. Genau, das wird dann auch, das Beispiel wird dann auch wieder neu gedruckt. Und das, cool. Die Erweiterung, die wird dann auch in einer größeren Box kommen mit so dass man dann das Grundspiel und die Erweiterung zusammenlagern kann. Mhm. Genau. Und ich weiß, das ist natürlich, jetzt gibt es, wir werden auch gleich noch ein weiteres Spiel euch zeigen, aber im Zuge jetzt sozusagen dieser Erweiterung ist da im Hintergrund, gibt es da quasi den Masterplan und darfst du darüber schon reden, für weitere Erweiterungen? Ist das für dich irgendwie so aufgebaut, da gibt es noch die und die Erweiterungsmöglichkeiten, mal gucken, wie die jetzt ankommt oder wie ist da so der Prozess? Wird da aktiv noch gearbeitet im Hintergrund? Nee, jetzt direkt eine neue Erweiterung nicht. Mhm. Also erstmal gucken, wie läuft diese. Ja, ja, ja. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung damit, Erweiterungen auf den Markt zu bringen. Das wäre dann also deine erste Erweiterung. Genau, ja? Genau, tatsächlich. Mhm. Ich habe so ein paar Ideen so auch für zum Beispiel vielleicht ein Flip-and-Ride oder Roll-and-Ride im gleichen Universum anzusiedeln oder sowas. Mhm. Und da halt bestimmte Kernmechanismen wie den Markt vielleicht wieder aufzugreifen. Ja. Solche Ideen habe ich schon. Genau, aber jetzt nicht direkt für eine zweite Erweiterung. Okay, wir sind gespannt, wie es denn hier mit der Erweiterung aussieht und natürlich, falls ihr das Grundspiel noch nicht habt, aber da auch Gutes schon drüber gehört habt, habt ihr jetzt die Möglichkeit, es also nicht mehr über den Sekundärmarkt beziehen zu müssen, sondern wartet also ein bisschen, dann könnt ihr es mit in der Kampagne neu und mit Erweiterung dann sogar gleich dazu holen euch. Du hast eben schon ein Genre angesprochen. Das ist ein weiteres Projekt, was auch in so ein Genre geht. Und zwar sehen wir hierzu das Cover. Was hat es denn damit auf sich? Es hat Pen im Namen. Hat den Stift, der ist auch abgebildet, der Stift. Genau. Und hört sich so ein bisschen an wie Insulin. Aber damit hat es nichts zu tun, kann ich schon mal sagen. Genau.
Ja, die Autokorrektur macht daraus manchmal was anderes Lustiges. Ach, verdammt. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, ja. Ja, das sind manchmal so harte Entscheidungen für Titel, ne? Wenn man was bei Google oder Co. oder irgendwie sowas eingibt. Ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, weil das ist sozusagen ein altes Bild jetzt hier, das du einblendest. Ja. Und es ist ein Flip-and-Ride-Spiel, wie der Name auch andeutet, Peninsula, und wir besiedeln sozusagen eine Insel. Mhm. Und ja, der Clou bei dem Spiel ist sozusagen, jeder Spieler hat einen Spielplan mit einem Architekten-Token. Das ist so eine transparente Scheibe, wie bei Clan zum Beispiel, diese Marktscheiben. Und man, es liegen immer zwei Karten aus mit jeweils zwei Icons. Und ein Spieler sucht sich, der Startspieler sucht sich eine Karte aus und sucht sich davon ein Icon aus von dieser Karte und malt dieses Icon angrenzend zu seinem Architekten auf seinem Map. Und die anderen Spieler dürfen dann immer das andere Icon, das er nicht ausgesucht hat, malen. Das ist schon mal ganz interessant, weil es dadurch halt schon ein bisschen mehr Interaktion hat als viele Flip-and-Ride-Spiele, die komplett parallel gleichzeitig laufen. Mhm. Also das funktioniert halt hier ein bisschen anders. Und ja, der weitere Unterschied zu den meisten Flip-and-Ride-Spielen ist, dass man eben, irgendwann wird der Platz eben ausgehen, wo man halt malen kann, weil wenn ich alle 6 Hexfelder um meinen Architekten rum gemalt habe, dann habe ich keinen Platz mehr. Mhm. Und dann muss dieser Architekt sich wieder bewegen, dann muss ich wieder weiterziehen. Platz. Genau. Mhm. Und dafür, die Icons, die man malt, die geben einem teilweise die Fähigkeit, sich effizienter über diese Insel fortzubewegen. Mhm. Zum Beispiel kann man sich von Tunnel zu Tunnel teleportieren, oder gibt es halt Straßen entlang derer man hin und her sich bewegen kann, oder es gibt einen Hafen, kann man von einer Küste zum anderen Küste und so weiter und so fort. Und dadurch wird das Spiel, hat es so einen Twist, den ich so vorher noch nicht gesehen hatte, und auch eine gewisse Spieltiefe, die auch ja, eher selten ist. Also ich würde sagen, es ist schon anspruchsvoller als die meisten Flip-and-Ride-Spiele, hat eine höhere strategische Tiefe und ist trotzdem von der Regel relativ schlank noch. Ja, du hast recht, weil sonst ist es natürlich oft so, dass man entweder kann man irgendwo was eintragen oder einzeichnen oder muss, kann sich für eine Sache entscheiden und muss dann immer angrenzend malen. So hat man jetzt hier nochmal diese, klingt auf jeden Fall erstmal interessant, diese Bewegungskomponente. Und es ist auch natürlich für mich, der jetzt auch natürlich so in der Brettspielszene drin ist, auch immer schön zu gucken, ja, wie entwickeln sich solche Spielkonzepte weiter, ne? Also das ist natürlich dann im Herzen immer noch ein, ich decke irgendwas auf oder wähle etwas und zeichne etwas ein, aber ja, was kann man da irgendwie noch ändern, um dann für andere Spielgefühle zu erzeugen oder ja, das nochmal interessant zu machen? Von daher ja auch sehr gespannt, und das muss man ja auch mal festhalten, ihr habt jetzt mit Thiefton wieder ein großes Spiel rausgebracht, eine große Box, dann gibt es mit Millennia auch noch ein, wie du ja schon sagst, irgendwie zwei Stunden plus Spiel, also ein großer Brecher, dann eine Erweiterung und dann ja ein kleinerer Titel, den man mal für zwischendurch oder als Absacker spielen kann. Habt ihr ja eigentlich schon ja, verlagsmäßig euch erstmal ganz gut aufgestellt. Sollte eventuell für jeden ja was dabei sein, jedenfalls so von der Komplexität mal gesprochen. Wenn ja das Ziel ist, dass ihr die Möglichkeit bietet, in allen Kampagnen mit einzusteigen und die ganzen Sachen dann auf einmal auch zu bekommen, wie sieht es dann so im Zeitrahmen aus? Habt ihr da schon mal wenigstens so einen groben Zeitplan? Wann würden denn all diese Projekte fertig sein? Genau, ich habe jetzt eher mal konservativ geschätzt. Ja. Nach der Pandemie gab es ja viele Lieferschwierigkeiten mit Schiffsfracht und so weiter. Und daher habe ich jetzt mal konservativ Ende 2024 geschätzt. Vielleicht schaffen wir es schneller. Wir geben uns die beste Mühe, aber so, sag ich mal, haben wir ein bisschen Puffer und da können wir ein bisschen ruhiger schlafen und müssen nicht jeden Monat ein Update schicken, dass wir ein bisschen später dran sind. Ja, das wollte ich natürlich sagen. Das machen die Firmen natürlich nicht, weil es ihnen Spaß macht, Updates zu schreiben, sondern weil sie natürlich irgendwie im Herzen immer hoffen und das bestmöglich hoffen. Aber du sagst es schon ganz schön, die Zeit hat eigentlich gezeigt, vielleicht lieber noch ein bisschen Puffer extra. Und das ist ja auch mal schön, wenn man dann mal schreibt, ey, wir sind vielleicht sogar einen Monat früher. Das ist ja dann auch mal ein schönes Update. Also, es ist natürlich noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber es sind ja auch noch
Es sind, wie gesagt, mehrere Projekte. Und ich sage ja auch immer, für diejenigen, die unter euch, die da schon ja gut im Hobby drinstecken, die haben ja sowieso nicht zu wenig Spiele. Und manchmal wissen Leute ja auch schon nicht mehr, was sie eigentlich gebackt haben vor 2 Jahren. Von daher denke ich, dass dieses Konzept dahingehend schon mal aufgehen kann, dass man halt jetzt mehrere Kampagnen abwartet bei den Spielen, wo man einfach Lust drauf hat und das dann in einer großen Sammelbestellung und im besten Fall ja vielleicht sogar auch noch mit anderen Leuten zusammen das bestellt und dann, ja, spart ihr nicht nur Versandkosten, sondern man muss es ja auch mal so sehen, tut ein bisschen der Umwelt was zuliebe, weil halt einfach ein paar Fahrten weniger erfolgen. Also außer natürlich, die Leute kommen alle mit ihrem Öldampfer und Flugzeug und holen das bei euch ab, die Kopie, die sie über euch sammelbestellt haben. Gehe ich jetzt erstmal nicht davon aus, aber das ist ja vielleicht auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wo wir jetzt natürlich auch schon so ein bisschen in der Zukunft waren, wo kann man dich denn das nächste Mal eigentlich so ein bisschen sehen? Falls man irgendwie mit dir mal quatschen will, dir erzählen will, mit welcher Gewinnstrategie man Clans of Caledonia immer gewinnt oder so, wo können wir dich das nächste Mal antreffen? Ja, das nächste Mal könnt ihr mich auf der BerlinCon sehen. Ich bin ja hier auch in Berlin vor Ort. Das freut mich natürlich schon mal. Ich kann in 10 Minuten zur BerlinCon radeln, dann bin ich natürlich vor Ort. Sehr gut, sehr gut. Genau, und ja, freue mich, wenn mich Leute ansprechen und mit mir schnacken wollen. Da jetzt allerdings nicht so verwirrt sein, wir haben ja erst vor kurzem die Hallenpläne veröffentlicht, Thema BerlinCon. Karma Games hat keinen eigenen Stand, total legitim, aber der gute Juma und vielleicht... seht ihr jetzt natürlich hier nicht ein oder zwei seiner Angestellten werden da auch noch da sein. Sie werden quasi vor Ort sein, da ein bisschen netzwerken und Sachen. Also falls ihr Juma da vor Ort seht, dann könnt ihr natürlich gerne ansprechen. Und wie ihr jetzt natürlich auch schon festgestellt habt, seid ihr ein Spieleautor oder Spieleautorin, könnt ihr natürlich mit ihm auch gerne über euer Projekt reden. Vielleicht ist ja was dabei, was sich für Karma Games lohnt. Und ja, der erste Schritt in eine tolle Zusammenarbeit. Man kann ja nie wissen. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind immer auf der Suche nach neuen, frischen Spielideen. Wir haben auf unserer Webseite aufgelistet, was uns sozusagen wichtig ist. Ah ja, das ist, vielleicht kannst du da mal 2 Punkte nennen, nur so aus Interesse halber jetzt für mich. Ihr könnt natürlich auf die Webseite gehen, aber was sind denn vielleicht die 2 wichtigsten Punkte auf der Liste? Kann man das... Ja, also wir gucken schon hauptsächlich nach Eurogames, aber die vielleicht schon etwas thematisch sind, nicht rein trockener Eurogames, wo man das Thema komplett auswechseln kann. Mhm. Und genau, so von der mittleren Komplexität sozusagen, das ist sozusagen unsere Hauptzielgruppe. So 1 bis 4 oder bis 5 Spieler in etwa. Okay. Und was wir fokussieren uns vor allem auch auf sprachneutrale Spiele. Ja. Damit wir sozusagen die komplett sprachneutral nur mit Ikonografie darstellen können und dann kann man es halt leichter in verschiedenen Sprachen rausbringen, indem man halt nur die Regeln übersetzen muss. Ihr habt es ja vielleicht auch bei der Thiefdom-Kampagne gesehen, da gab es echt einige Flaggen-Icons mittlerweile schon. Und klar, wenn man das natürlich so hinkriegt, dass die ganzen Symbole verständlich sind und dann hat man irgendwie die Spielübersicht und dann natürlich die Regel nur in den Sprachen zu übersetzen, macht es natürlich total Sinn. Ne? Ich glaube, das versuchen auch immer mehr Verlage so zu machen. Also ich wünsche euch da auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit euren Projekten jetzt mit Thiefdom hat das Ganze ja schon mal ganz gut gestartet. Hoffen wir mal, dass es mit den anderen Kampagnen auch klappt. Und wie gesagt, denkt dran, nachher im Pledge Manager könnt ihr die Sachen zusammenfassen. Ich bin mal so frei. Sollte es dazu noch Fragen geben, schreibt das gerne in die Kommentare oder meldet euch über die Webseite bei Karma Games. Ich hoffe jetzt nicht, dass zu viele Fragen aufkommen, aber es ist ja auch wichtig, dass ihr da einfach wisst, was ihr macht. Habt da also ein bisschen Geduld. Die ganzen Sachen werden dann zusammengefasst und zu euch verschickt. Ansonsten, falls ihr natürlich ganz ungeduldig seid, dann müsst ihr halt die Mehrversandkosten tragen und dann werden die Sachen auch einzeln dann zu euch gesendet. Und wenn ihr auch Interesse habt, irgendwie bei Karma Games in irgendeiner Form mitzuwirken, entweder als Freiwillige oder als Freelancer oder potenziell auch als Angestellte, dann meldet euch gerne bei uns.
ja, ich hoffe, dass die Kampagnen dieses Jahr alle gut laufen und der Pledge Manager richtig gut läuft und dass wir dann unser Team vielleicht auch noch vergrößern können und dann einfach in Zukunft noch mehr coole Spiele rausbringen können. Und ja, ich freue mich auf eure Anschriften. Das ist doch mal ein Wort. Ich hätte fast schon gesagt Wort zum Sonntag, aber wenn ihr das Video seht, ist Dienstag und heute bei der Aufnahme ist es auch nicht Sonntag. Sei es mal drum. Also, vielen lieben Dank, Juma, dass du da warst. Ich hoffe, ihr da draußen habt einen guten Einblick bekommen über die Kampagnen, die da jetzt noch so kommen und ja, was es eigentlich so um Karma Games und drumherum so passieren wird. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr auf der BerlinCon vorbeischaut, nicht nur um Juma zu sehen, sondern um da einfach auch eine schöne Zeit zu haben. Und ihr bleibt auch mal gespannt und guckt immer mal wieder auf den Kanal, wenn DHL diesmal nicht uns sozusagen einen Strich durch die Rechnung macht, wollen wir zu den anderen Projekten, die da kommen, auch ein Let's Play machen und dann seht ihr mich und Pete natürlich wieder dazu was spielen und dann wisst ihr auch, wann die Kampagnen live gehen. Drücken wir dazu mal die Daumen. Ja, bis dahin also alles Gute euch in diesem Sinne. Ciao! Ciao, danke.